Dies ist eine ACS-64-Elektrolokomotive, auch bekannt als Amtrak City Sprinter. Sie wird ausschließlich im Nordosten der USA verwendet. Steigen Sie ein, um zu beginnen. Um die Lok mit Energie zu versorgen, halten Sie den Batterieschalter für mindestens 5 Sekunden. gedrückt. Als nächstes gehen Sie durch die Tür und den Gang hinunter zum Schalter für den Stromabnehmer. Gehen Sie weiter in den Führerstand und, wenn Sie bereit sind, setzen Sie sich auf den Lokführersitz. Heben Sie nun den Stromabnehmer, um ihn mit der Oberleitung zu verbinden. Zuletzt stellen Sie den Stromabnehmer-Trennschalter MCB auf geschlossen. Um zu zeigen, dass diese Lokomotive einsatzbereit ist, stellen Sie die Spitzensignale auf hell und die Warnlichter auf ein. Stellen Sie den Richtungswender in die Position vorwärts. Um losfahren zu können, lösen Sie die automatische Bremse. Ziehen Sie den roten Hebel ganz zu sich heran. Mit zwei kurzen Pfeiftönen informieren Sie Menschen um Sie herum, dass diese Lok gleich losfahren wird. Gut gemacht bis jetzt. Erhöhen Sie nun die Leistung, indem Sie den Leistungsregler auf mindestens 40% stellen. Konstante Geschwindigkeit zu halten, stellen Sie den Leistungsregler zurück auf Leerlauf.
Lokomotive zu einem sanften Halt zu bringen, bewegen Sie den Hebel der automatischen Bremse auf minimale Reduktion. Und das war's auch schon. Ziemlich einfach, oder? Sehr gut. Wenn Sie dieses Training im alltäglichen Betrieb anwenden, werden Sie das sicher großartig machen.